Guten Morgen, liebe Radfreunde. Ich will heute eine kleine Runde machen, aber nur was ganz Kleines. Mit dem Markus dahinter. Sieht man, sag mal hallo. Das Wetter ist wie immer spitze. Es könnte gleich anfangen mit Regnen. Nee, wie gesagt, wir wollen eine ganz kleine Runde machen. Mal gucken, was draus wird. Jetzt fahren wir mal zur Linderst-Hütte, um ein kleines Frühstück zu uns zu nehmen, dass wir Kraft haben für die Tour. Na, alles frisch. Gleich zum Start. Markus, der Himmel wird blau. Das gefällt mir. Wir fahren ins Helle, nicht ins Dunkle. Regenklamotte dabei? Ja, wirklich. Ja, Markus, das muss zum Mittag und zum Frühstück reichen. Danke. So. Ready for take-off. Wie immer. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir sind weiter. Wir fahren jetzt Richtung Grab. Das ist unterhalb von Hoher Brach. Ich glaube, das müsste der höchste Berg im Remsburg-Kreis sein. Ja, da gibt es auch noch ein Limes, ein erhaltener oder wieder aufgebauter. Limes Wachturm wollte ich sagen, ja. Hätte ja vielleicht schon öfters auf meine Videos gesehen. Dort werden wir Mittag essen. Sofern das Wetter hält. Weil da ist kein, zwar ein Tischle und ein Bänkle, aber kein Dächle. Jetzt gucken wir mal. Wir fahren einfach. Und hat Spaß beim Fahren. Ah, da sieht man auch schon den Turm vom Hoher Brach.
Was machst du denn da? Ich hab's Gras gefilmt. Ja. Durch meinen Weiler im Sägewerk sind wir vorbei. Jetzt geht's Richtung Grab, Hohe Brach, aber vorher zum Limes, zum Mittagessen. Mal gespannt, was der Markus mitgenommen hat. Ich habe nur Brot dabei. Am Limes ankommen, jetzt lasse ich mich bekochen von Markus. Mal gucken, was es gibt. Bestimmt irgendwas mit Bohnen. Das hat er mir schon angekündigt, aber ich weiß nicht, was für ich. Gucken wir mal. So, ich bin fertig, jetzt wird es aber Zeit. Markus, kann losgehen. Jetzt weiß ich wenigstens, was es gibt. Der Markus hat es mir verraten. Du hast ein kleines Däschen für uns zwei, oder? Das lang. Also gut. Wenn er schon gefasst hat. Dann bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich gedacht, ich kann mich heute bekochen lassen. Scheiße war es, jetzt muss ich eine Zwiebel schneiden. Die halbe Rechte, oder? Für mich eine halbe und für dich eine halbe, oder? Zwiebel gehört dazu. Zumindest bei mir. Frische Zwiebeln noch. Ja. Also. Gute. Nach unserer Bud Spencer Bohne sind wir weiter. Wir rollen jetzt durch Grab bei Großerlach Richtung Hohe Brach und dann runter ins Murtal Richtung Sulzbach. Dort kommen wir noch am Teufelstein vorbei. Da war ich schon als Kind immer mit meinem Opa. Mal schauen, wie es dort ist, ob es noch so wie früher ist oder so. Machen wir es auf jeden Fall. Jetzt sind wir kurz vor Großerlach. Fängt ein bisschen an mit Regnen, aber wir fahren ins Helle, da wird es schon wieder besser. Durchgerollt durch Berwinkel. Von jetzt an geht's bergab Richtung Sulzbach-Moor zum Teufelstein.
Im Forst unweit von Sulzbach, da liegt ein großer Stein. Dort soll, so geht die Sage, der Teufel heut noch sein. Vor nicht ganz 100 Jahren an Christi Himmelfahrt saßen daselbst drei Knaben und spielten emsig Kart. Im nahen Sulzbach tönten die Glocken hell und rein und luden gläubige Christen in die Kirche ein. Da sprach der jüngste Knabe, angekommen, mir wird so Angst, so weh. Teufelstein. Ach Gott, wenn jetzt der Teufel und sündge Menschen sehe, drob spotteten die anderen und lachten ihn noch aus, was fragten wir nach Teufel und was nach Gottes Haus. Da plötzlich wird es finster und dunkel wie die Nacht. Ein Blitz durchzuckt die Wälder und Donner hat gekracht. Am Steine steht der Teufel, der hässliche Gesell, und packt die sündgen Knaben und schleppt sie in die Hölle. Noch heut, nach vielen Jahren, sieht man deutlich am Stein, wie tief des Teufels Krallen in ihn furchten ein. Und an der hinteren Seite erblickt man heute noch, trotz vieler, vieler Jahre, ein ziemlich großes Loch. Da drückte einst der Teufel des Ältesten Kopf hinein. So geht es heute noch die Sage von Sulzbachs Teufelstein. Wir waren jetzt noch im Rewe in Sulzbach-Mohr, fahren jetzt den Mohrtal-Radweg Richtung Mohrhardt und auf dem nächsten Bänkle halten wir an und genießen unser Bierle. Zum Wohl. Markus. Zum Wohl. So, Dele. Zurück in Mohrhardt. Ich bin kurz vor zu Hause. Der Markus muss noch mit dem Zug nach Stuttgart. Wir sind wieder an der Mohr in Mohrhardt. Ich sage danke fürs Video schauen. Einen Daumen nach oben und abonniere. Kommentiere, ja? Ja, natürlich super. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.